Das geht der Krisch von sich. Na, der Brahma. Also als Kind, da immer ein Künstler werden. Irgendwie hat mich das imponiert. Aber dann habe ich keine besonderen Talente gezeigt. Ich durfte die Schule nicht machen. Ja, und dann ist noch mal ein Leben gekommen. Und mit meiner Kunst ist dabei geblieben wie ein Geschenk. Dabei wollte ich immer irgendetwas Kleines sagen. Irgendetwas. Zuerst willst du etwas sagen. Und dann ist das Erleben vom Spielen mit dem Zeug. Ich habe nie probiert, einen Esel zu machen, der aussieht wie ein Esel oder eine Blume wie eine Blume. Das kann das Leben besser. Ich will es wirklich machen. Also ich mache etwas und plötzlich fängt es an zu antworten. Und ich denke mir eine Unmenge, wenn ich etwas mache. Aber da kommt etwas raus. Das ist wie mein Zufall. Jeder hat seinen Zufall. Auf jeden Fall bin ich dann eigentlich nie ein Künstler geworden, sondern ein Bastler gewesen. Und wenn ich so langsam älter geworden bin, soziale Verantwortung nicht so groß. Dann hatte ich das Privileg, dass ich jetzt nur noch meine Kunst machen kann. Auch wenn es nichts bringt. Und darum bin ich eigentlich kein Künstler, sondern ein Bastler. Das heisst, ich gehöre nicht zum Verein, wo man fragt, können Sie für den leben? Haben Sie die Schule gemacht? Sieht zwar so gern aus, wie man sich einen Künstler vorstellt. Aber ich mache einen auf Basteln. Das heisst, ich bin wie ein Mönch ohne Orden. Ich muss nicht den Novizen nachstellen. Also das heisst, Erfolg haben. Nein, so ist es gar nicht. Das ist so, das ist sehr gut, ne? Ja, das die nächste Zeit. Ich habe noch mehr so Zeugs gemacht, um umzureden. Ja. Also wichtig ist eigentlich nicht, was wir sagen. Das ist einfach die Art, wie wir die Welt erklären. Wichtig ist eigentlich, wie wir das sagen. Und durch das Wie erreichen wir einander ganz nebeneinander als mit dem Was. Okay. Also, und wenn ich das zusammen mache mit irgendetwas, ein Material, das möglichst gratis ist, und natürlich, der kann mir das antworten geben. Also ich finde zum Beispiel beim Holzen, da, das sind zwei Sägespäne. Für mich, mit diesem Stück Holz, konnte ich das Symbol machen. Vater und Sohn. Jetzt, wenn du genau anschaust, ist der Vater leicht so. Und das ist der, und der Sohn, oder? Und das war genau meine Situation. So ein Vater, so ein schräger Vater, bin ich gesehen als Vater. Aber, wann? Und da hat es ein Stegeli. Und das Stegeli, das hat der Vater müssen gehen. Und der Sohn ist da oben gestanden. Und das könnte ich nicht erzählen, so wie ich es jetzt erzähle. Wenn das Ding nicht mitgespielt hat, oder dort, da gibt es Mutter und Kind.
Ja, schon das Zeug habe ich auch schon gemacht, aber die lassen Platz. Die lassen Platz. Oder? Das ist ein Ideal von Mutter und Kind. Die eine ist auch Mutter und Kind. Und die kannst stellen, wie du willst. Naja, mein Sparschwein. Weißt, es ist Tag. Es ist auch. Es hat sich ergeben. Und das da. La Gueule. Das ist eine riesige Schnur. Und hinten dran, weißt du? Riesige Schnur. Hinten dran ist einfach ein Arschloch. Er ist einfach ein Arsch, oder? Und er ist schwer. Bronze. Solid. Aber es ist eigentlich wurscht, was ich mir gedacht habe. Wie lange kommt das, was der überhaupt was anschaut? Nein. Es geht ja nicht weiter, oder? Wer weiß schon, was er macht, dass ich nöche. Knochen ist als Material schon so etwas Magisches. Es sind die einfachsten Formen. Haben schon berühren. Da, das ist meine Frau. Das könnt ihr auch nicht erzählen. Eure Privaten zu haben. Ja! Das ist eine schöne Form, was sie dem ist. Es ist nicht einfach ein hässliches Gewicht. Eben, du, das ist auch so ein Haiku. Wie soll ich das jemandem erzählen? Was da innen ist, was da dran ist, ist von da. Von der Form. Also im Fernsinnen und an der Fischerröte. Ich weiß nicht. Naja. Jetzt. Okay, und das ist für mich unsere Waffe. Das ist auch Ding. Aber das ist natürlich schon auch, aber in einem tollen Sinn. Das sind keine super Kreise. Das ist nicht drechselt. Das ist geschnitten, oder? Das macht es so lebendig. Leben muss es, wenn es nicht lebt, ist nicht da. Ja, und jetzt hier eben das Ding. Das Ding, das ist diffizil. Jetzt müssen wir das Zweite machen. Naja, das muss dort rauf. Das ist dort oben der Schwanz von dem Tier, wo auf so einem Stein ist. Ja, das stimmt. Jetzt ist er da oben. Ist der Dick. Jetzt ist er da oben. Magic, gell? Jetzt ist er da oben. Über den Abgrund. Die Rampen oder die Säcke. Die sind mit Weide gebaut. Und zwar die Säcke sind zuerst gemacht, also die Form zuerst, und dann mit der Weide innen geschaffen. Es ist eigentlich wie Weide mit Haut. Und dadurch bin ich auch mit Weide. Ohne Haut zu arbeiten. Das ist eine Lampe.
Die hat nicht. Die muss ich noch. Die muss ich noch. Danke. Ja. Das ist die Sache. Ja, Hebe. Wieder. Das fünfte Chakra. Das sind Formen in der Form. Du kannst in der Form spazieren. Das ist nicht mehr von Hut. Wir stellen immer Hut her. Aber die Hut, das ist nicht. Es sind die Linien, die es ausmachen. Und wie es steht. Ja. Und dann habe ich herausgefunden, mit Rot. Mit Rotflecht kannst du das toll machen. Ich mache Holz vor, ich schnitze Holz und dann zwei Wochen lang einwickeln. Und dann hat es da so Prints. Die siehst du gar nicht, aber sie sind. Und du kannst in deiner Form rein spazieren. Es sind Öffnungen. Und du siehst durch sie durch. Weil durch uns sieht man durch. Das ist auch. Das ist etwas anderes. Auf das Holz. Verbrennt, um was aus dem Feuer kommt. Das hebt, wenn man es richtig macht. Man muss es richtig machen. Und das ist ein Holzstrunk. Eigentlich. Mit Löchern und so. Und ja. Ja, da hat ein jenes Zeug. Gell? Aber das ist das Stärkste. Ja, gern. Und ich glaube, so ist es. Das durchgehen können in der Form und rein können und in der Form selber noch etwas, das finde ich, kann ich anders nicht sagen. Also für das musst du gut machen. Oder ist es das gepasst? Bei 14 Tagen hier gestanden.
Ja. Auf Arzt warten. Jetzt bin ich im ersten Stein. Ja, habe ich in Kreta gemacht. Ein Stein ist ein paar Millionen Jahre alt. Und weiss mehr als ich. Und das ist eine Frechheit. Da haben wir überhaupt zu vielen auf zu zwingen. Aber es geht. Und es geht auch nicht nur mehr. Wir müssen schauen, ob irgendeiner eine eigene Art hat. Wir müssen spüren. Es gibt Leute, die erzählen, sie schwätzen mit ihnen. Und dann, ja, die Steine, die haben einfach eine Eigenschaft, sie sind schwer. Da muss ich jetzt nicht holen, da ist einfach im Weg. Das ist eigentlich ein Sitz. Da hat mir jemand gesagt, es sei eine Damensockel. Aber ich wollte, dass man einen gesunden Sitz hat. Aber als solches ist nicht viel wert. Aber die Form ist stark. Und er ist voll von Zeug. Voll von Leben. Es ist voll echt, oder? Es ist einfach, du bist nicht vor einem Blatt Papier, sondern du hast da jemanden, der schon Eigenschaften hat. Und dann hat es mich natürlich immer gereizt, ja, immer die Handschammer oder immer das Zeug. Schön, wunderbar. Aber wenn man etwas Größeres will, dann habe ich einfach die Summsteinwoche. Und das da, das ist Lilith und Eve. Das ist die unberechenbare Seite der Frau, Eve. Das Monster. Kinder. Und der Hex. Und der falsche Mond. Und von vorne schön. Es ist eigentlich das gleiche Thema wie das hier oben. Das ist auch Lilith und Eve. Die zwei Seiten von der Frau. Schön sind sie. Also das sind drei Hölzer. Und auf einmal habe ich Holz eigentlich, wenn es mir einfach kaputt geht sonst. Das verbleicht an der Sonne. Das ist ein Bauholz. Es ist wieder die Spirale, die heilige Spirale. Und mit der Zeit ist dann einfach der grosse Zapfenzieher geworden. Und da, Zwergnase. Und ich habe nicht mehr gemacht, als man mit Holz machen kann. Das ist alles in einer wahnsinnig gern durchgebracht. Und das ist Holzmasse. So ein Spezialrezept mit Quark und allem Möglichen. Ist nicht besonders gut. Ist nicht besonders stabil. Das Brennende. Zum himmlischen Wert. Das kommt bei beiden Händen vor. Das
Ei. Das war am Anfang eigentlich ein richtiges Ei gewesen. Aber dann haben sie den Hund noch aufgefressen. Das ist... Und das hier... Das sind die beiden Punkte. Die Platte hier... Die ist gegossen! Die ist etwa 30 Kilo schwer. Und eigentlich haben wir etwas ganz Banales gedacht. Wie lang geht der 3 Minuten ein? Das ist die Nacht. Die Platte ist schwer. Und der fröhliche Tag ist weiter oben. Aber es ist vollkommen wurscht, was ich mir denke. Schlussendlich geht es ja darum, was man dabei empfindet, was man macht. Und von dort her gehört es eigentlich ins Nächste. Zu meinem misslungenen Weg in den Aussagen. Ja, das sind Tropfen. Alles Holz. Und eigentlich sind es Tränen. Und da ist Feuer. Und dann wieder die heilige Spirale. Weil wieder endet und anfängt mit dem Tropfen. Und was ich aber darstellen will, ist die Rauchspirale. Und das ist meine gründliche Lunge, es ist wunderschön. Und alle Leute sagen, ich stand nicht auf meiner Ruhe. Die haben es in einer Welt. Und bei dem hier, da habe ich das Gefühl, da ist es mir gelungen. Für mich, das ist das Nadelöhr, oder? Für den Himmel. Ja, ja. Und da auch wieder. Das aufsteigende Feuer, Wasser, Wolken, Himmel und so weiter. Das sind alles Bauholzbalken. Das ist eine Chance, da beim Vollbord, beim Voll. Seht, er ist nicht gewechselt. Er lebt. Er ist mit dem Kater und Zeug. Er ist ohne Worte.